alles noch cool, was hier gerade abgeht, so? Alles klar. Alles cool, was hier gerade abgeht. Die Viecher sind voll der Troll an die ganzen Ubisoft Open World Spiele mit den Türmen und so. Weil das ist einfach mal der coolste Turm auf der Welt. Also wenn man das jetzt mit Far Cry oder Assassin's Creed vergleicht oder so, muss man auch immer irgendwo hoch, um was aufzudecken. Aber das ist ja tausendmal stylischer hier mit den Viechern. So, machen wir das Leben erstmal hier voll. Okay, und da müssen wir hin. Gut. Würde ich wahrscheinlich jetzt mal laufen wollen. Aber dann kann ich noch ein bisschen looten. Ich habe gerade den Faden verloren, was ich eigentlich noch sagen wollte. Ach ja, genau, ob die Viecher überhaupt, wenn die keine Bögen droppen und so, müssen wir dann doch was kaufen. Also besseres Equip und so weiter. Kann ich das nicht aufheben? Weil das ist irgendwie blau. Ach nee, das war, wisst ihr was das war? Das war doch dieses... Warte mal. Okay, 1, wenn sich das hier mal mit dem Sporn befindet, um sie zu markieren. Ja, okay. Was ist das jetzt nochmal gewesen? Das ist einfach nur ein Datenpunkt. Okay. Ja, können wir uns jetzt durchlesen, würde ich aber nicht. Wir warten später. Altes Klangspiel, alter Zahnstocher, alter Kranz. Helles Band. Okay, cool. Also müssen wir einfach mal gucken. Ja, wenn jetzt nichts droppt, dann müssen wir halt zu einem Händler gehen und dann was Besseres kaufen. Aber momentan komme ich erstmal so noch ganz gut klar. Die alle noch nicht gelootet oder was? Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Ist das ein Wächter da vorne? Okay, den habe ich angelockt. Oh nein, ich wollte eigentlich Schleichattacke machen. Alter, ich mach gar keinen Schaden. Ah nein, das sind die krassen Viecher. Scheiße. Also die sind krasser auf jeden Fall. Okay, man muss ja schon gerade arbeiten. Ne, rennst du weg? Wahrscheinlich nicht, oder? Nein, du kommst auf mich zu. Oh, dass sie stehen bleiben! Ah, jetzt rennt er rein. Nein, doch nicht! Wieso bist du nicht reingerannt? Ey, Gott sei Dank kann ich den nicht selber... Sag mal, löst du das Ding mal... Ach, das ist meiner! Okay. Warte mal, da kann ich den anderen doch jetzt andocken. Los, komm her. Komm her. Was ist denn jetzt los? Bist du umgefallen? Ja. Jetzt schnell nachsetzen? Jo. 220 Schaden, davor haben wir 200 gemacht. Okay, also 10% mehr Damage, wie es aussieht. Na gut. Aber ich versuche, das Vieh zu töten, aber ist es meins. Oh Mann. Also gut. Halt. Okay. Aber wir wollten doch sowieso mal kämpfen auf dem Vieh, oder? Lass das da jetzt mal ausprobieren. So, Gas geben. Okay, ich werde instant runtergehauen. Damit hatte ich nicht gerechnet. Kämpft das jetzt für uns? Yo, das greift die an. Wie gut. Okay, das ist nice. Das ist ja richtig nice. Wie, das ist auch... Wow, der hat das eine Instant ausgeschaltet, so wie es aussieht. Aber wisst ihr, worauf ich übelst Bock hätte? Auf so einen Sabertooth, den wir da bei diesem einen Test hatten. Bei dieser Probe da. So einen würde ich ja gerne mal haben. Die Steuerung ist im Moment dran gewöhnt. Warte mal, das kennen wir noch nicht, das Vieh. Das kennen wir noch nicht. Ah, nee, doch, das. Warte mal, ich versuche den jetzt mal für mich zu gewinnen. Aber wahrscheinlich geht das immer noch nicht, weil ich noch mehr über die lernen muss, ne? Aber ich probiere es mal eben aus. Irgendwie muss man doch auch diese Dinger überbrücken können. Ja, finde ich nämlich auch. Irgendwie muss das okay. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich jetzt noch mehr über die erfahren soll. Ich habe schon ganz viele von denen getötet.
Und dann wird es auch überall drauf gehalten zum Analysieren. Oder ich muss den Punkt finden, wo ich das Teil reinstecken muss. Also, ne? Ich weiß es nicht. Hier vorne vielleicht irgendwo? Der ist echt sauer. Ja. Na gut, dann halt nicht. Irgendwie kriegt man das schon noch raus, Leute. Ich hole mir doch wieder meinen Läufer, glaube ich. Alter Ring, altes Klangspiel, schon wieder Armband, okay. Ich will mal eben gucken. Nein, Outfits-Modifikation, Rohstoffe. Was ist das hier? Achso, das war die Energiezelle, Munition. Zählt das einfach nur zu Rohstoffen oder? Hier haben wir den Spaß. Okay. Dieser gewöhnliche Gegenstand der Alten bringt beim Verkauf an Händler einiges ein. Einige Markierungen drauf lautet. Ach, eine. Red Rock Handzeichen Design. Okay, alles klar. Okay, kann man einfach nur verticken. Also, sonst ist das doch nichts nütze. Alles klar. Blödsinn. Weil ich bislang finde, dass der relativ lange bei uns bleibt. Ja, aber wir können das noch verlängern. Müssen mal gucken, wie lange das dann genau ist. Das ist ein Hase. Jetzt muss ich ihn auch looten. Und hier töten und nicht looten, das macht man nicht. Wir haben was Blaues bekommen, Leute. Das ist selten. Kaninchenhaut. Okay, das ist nicht weit weg. Lass mal. Karl hat von einem Banditenlager gesprochen. In einer Metallruine. Das muss wohl das Lager sein. Ich sollte lieber die Augen offen halten. Ja. Das ist halt jetzt die Frage, wollen wir da mit dem Vieh reinstürmen, was uns dann unterstützt? Oder wollen wir uns reinschleichen? Ich bin ja für reinschleichen. Vielleicht können wir das im Kampf ja dann noch rufen. Das können wir halt mal ausprobieren, ob das funktioniert. Müsste eigentlich gehen, theoretisch. Ich bin gerade froh, dass ich das geskillt habe, dass ich mehr tragen kann. Und dass ich gleich mehr lude. Das ist nicht schlecht. Ich muss meine Ausrüstung unbedingt trocken halten. Okay. Funktionieren dann jetzt die Feuerpfeile nicht mehr? Das wäre ja super krass, wenn im Regen die Feuerpfeile nicht mehr gehen würden. Alles klar, ich kann immer noch da klettern, wo so gelbe Punkte sind. Ist aber auch in Ordnung. Man sollte überlegen, dass es eigentlich nur ein verdammtes Rollenspiel ist so und so beeindruckender, was man hier alles machen kann. Da bin ich auch gerade so hellauf begeistert. Schockfalle. Okay. Da ist einer. Wohin guckst du? Falsche Richtung. Dass sie das mit dem Bogen macht, ist so stylisch. Weiß nicht genau, was das war. Dann also auf die harte Tour. Okay, die anderen haben es nicht mitbekommen, glaube ich. Rohstoffvorratskiste. Okay, da muss man gucken, weil die müssen wir wahrscheinlich wieder öffnen dann. Alter, das sind übelst viele hier.
Wie konnte ich markieren? Zwei. Ah, schnell. Da sind Leute in den Käfigen. Alter. Ich sehe da oben jemanden. Was? Ja, das war ein neuer Kollege gewesen. Okay, jetzt sind sie aufgescheucht. Ich glaube, ich greife jetzt einfach von hier oben an. Ich habe schon eine gute Position. So, weil bin ich noch relativ sicher. Okay, da sind sie. Nicht wegrennen. Scheiße. Okay, 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 okay. Oh, das sind fucking viele. Okay. Heiltrank. Ich versuche das jetzt mit meinen Läufern noch zu lösen. Ich hatte es ein bisschen unterschätzt, dass es irgendwie 30.000 Leute sind oder so. Mal gucken. Vielleicht verlieren sie auch die Pferde und ich kann nochmal einen Ansatz machen. Muss man einfach mal schauen. Sie ziehen weiter. Okay, hilf mal mit. Alter. Ah, das sind nicht die Wächterviecher, check ich gerade. Mal wieder. Okay, Moment. So. Wow, 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 wow. Aber so einen können wir doch bestimmt auch für uns ein. Könnte auch nützlich sein. Ich habe zwar nur einen halben Überblick, aber einen Hammer. Warte mal. Ah! Das ist ja super genial. Oh, unsere ist fast tot. Ey, das ist aber eine ganz schöne Hilfe, muss ich zugeben. Nice. Ist hier irgendwo ein Lagerfeuer in der Nähe? Ich würde mich gerne mal speichern. Da oben ist eins. Muss ich mal schnell hinmachen. Weil wenn ich jetzt sterbe, ich habe so viel Zeug eingesammelt. Ich weiß noch nicht, wie das Spiel sich verhält beim Speichern und so. Halt, da war irgendwas. Altes Gefäß. Okay, Moment, das ist Lila, da muss ich gucken. Was haben wir denn hier? Ein Notizbuch. Achso. Ein gesprungenes, abgenutztes Gefäß, das den Alten lieb und teuer war. Trägt die Aufschrift Hearts Wayfarers. Okay. Sets von alten Gefäßen können in Meridian gegen wertvolle Belohnungen eingetauscht werden. Ah! Okay, cool. Also da kriegt man dann irgendwie ein Item dafür oder so. Und nicht nur Scherben. Richtig nice. Moment. Was ist das denn hier? Springfallen wahrscheinlich, ne? Okay, mein Läufer ist kaputt. Aber ich hab ihn nicht mehr. Müssen wir uns einen neuen besorgen. Ich muss mal testen, ob ich so ein kleines Vieh bekomme. Wobei, der Große, also der Läufer, der hatte ja gut platt gemacht. Ne? Da kann man ja nicht meckern. Mal gucken. So, okay. Also wir speichern eben und dann versuche ich erstmal das Banditenlager aufzuräumen. Und dann gucken wir weiter. So, hätten wir. Brüllrückenareal.
sind das die Viecher, die wir eben als Gegner hatten? Wahrscheinlich, oder? Vielleicht sind die denn weg. Ich weiß. Ich will mir die mal ganz kurz angucken. Nachmachen wir das Banditenlager. Ich glaube, mir kann das gerade. Sieht aus, als würde die Maschine in den Säcken eine Flüssigkeit herumtragen. Wahrscheinlich will ich gar nicht wissen, was für eine. Ja, vor allem bezweifle ich, dass ich mich mit denen anlegen will, oder? Und guck mal, die haben eine Schwäche gegen. Ich stand gerade da, eine Schwäche gegen Frost, wenn ich da was treffe. Kann ich so einen überbrücken? Die sind schön groß. Ich habe ja gerade gespeichert. Ja, die werden aggro. Die werden aggro. Ich würde gerne mal drauf schießen. Ich würde die gerne mal testen. Ich glaube, dass ich auf den Sack bekomme. Aber wir probieren es mal aus, oder? Moment, geh mal. Ist hier hohes Gras? Hohes Gras? Hohes Gras? Hier ist kein hohes Gras. Verdammt. Ah. Okay, ich habe aggro, glaube ich. Ich glaube, das kann ich noch vergessen. Nein, herstellen. Falsche Taste. Oh, wow, 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 wow. Ey, so einen will ich unbedingt haben, Leute. Los, komm her. Ich weiß nicht mal, ob die gegen die funktionieren. Los, komm! Lauf durch! Schnell, 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 schnell! Ach du Scheiße, in die Vier aus! Ich verpiss mich! Das sind drei Stück, Leute! Wenn ich einen weglocken könnte oder so. Also gut, Planänderung. Ja. Ich sollte vielleicht mal Frostpfeile herstellen. Okay, den einen können wir jetzt probieren. Dann kommt mal ein bisschen Trend von der Herde. Okay, ein Feuerpfeil. Heiltrank. Ja. Nicht ins Feuer reingehen. Das ist nicht miteinander verbunden, glaube ich. Nicht wegrennen. Erwischt. Alter, nice. Der brennt. Okay, an der Seite da auch. Ah nee, das ist Panzerung. Da mache ich gar keinen Schaden. Ah, ich will das Grüne treffen. Ich brauche einen besseren Bogen, Leute. Falsche Taste. Was? 39? Ah, nee. Warte, gab es mit 39 Schaden oder habe ich mir das eingebildet? Nicht zu nah ranlaufen. Jetzt nicht arrogant werden hier. Es regnet. Yo, nice, hat funktioniert. Okay, jetzt platt machen. Kritischer Treffer. Haut zu. Yes, Leute, wir haben es geschafft. Halten, durchsuchen, Feuer. Also, okay, ich dachte, wir können den überbrücken. 16% Eisschule. Kümmert euch einfach um eure Sachen. Okay, wir haben gerade 30 Scherben erhalten. 14 Lohe und eine Spule für Eis. Na gut. Reicht mir erstmal. Mehr muss ich davon nicht machen. Ich würde so einen gerne überbrücken. Müssen wir mal irgendwie rausfinden, wie wir mehr über die herausfinden. So, warte mal, wir machen mal ganz kurz hier hin. Ich will nur mal gucken, ob ich so einen überbrücken kann. Und dann machen wir uns zum Banditenlager.
Beziehungsweise, ich speichere nochmal ganz schnell. Der Regen ist viel zu laut, als dass man etwas hören könnte. Ich sollte lieber die Augen offen halten. Schweinchen, Waschbär, Fuchs. Wo sind denn die Viecher hin? Da hinten oder was? Na gut, Leute, okay, wir machen es einfach so zum Banditenlager. Was soll's. Ja, gegen Menschen wird das nichts bringen, höchstwahrscheinlich. So, ein Banditenlager, das war hier gewesen. Nee, falsche Waffe. Ja, scheiß drauf. Irgendwie die Leute befreien. Das können wir wahrscheinlich auch machen, ohne die Banditen zu killen, könnte ich mir vorstellen. Aber irgendwie habe ich ja Bock, die jetzt alle umzuhauen. Übrigens, lass mal gucken. Wir haben doch von diesen diese Vorratskisten bekommen hier. Guck mal hier. Also würde wahrscheinlich Sinn machen, die erst zu öffnen, wenn ich bei einem Händler bin oder so. Mal gucken. Weil ich kann glaube ich nicht mehr so viel tragen. Hier ist einer aktiv! Scheiße! Okay, das hat nicht funktioniert. Aber wie die Feuerfall, ich kann Schaden machen. Okay. Wir gucken mal eben, ob die Schockdraht, ob das funktioniert bei denen. Ich glaub's ja nicht. Aber wir testen es einfach mal. Alter. Okay, so. Hätten wir. Das, was blau ist, so eine. Ne. Werden wir auch. Ja, es sind noch ein paar, aber das kriegen wir jetzt schon hin irgendwie, hoffe ich. Ich will nur Ziel noch ein bisschen üben. Mach das Signal an! Nee, kein Signal. Das ist dein Ende! Das ist dein Ende! Au! Na, ah, wo bin ich? Wieso bin ich weit oben? War ich gerade auf dem Zaun oder? Okay, ist auch down. So viel könnte es doch nicht mehr sein! Nicht herumstehen! Das werden immer mehr. Also müsstest du eigentlich übelst Erfahrung bringen, oder? Ist mal mein. Was? Ein fucking Schlag und ich bin tot. Wie viel Leben hatte ich noch? Oh, ich fand nämlich jetzt nicht, dass ich mich so schlecht angestellt hatte. Okay, alles cool, alles cool, alles cool. So, Kollege, dreh dich jetzt bitte nicht um. Ach, die steckt den ja gar nicht so rein. Ich dachte, dass sie den Stab irgendwo reinsteckt. So, okay. Jetzt die Banditen nochmal probieren. Das wird bestimmt jetzt lustiger. Okay, da sind wir. Lieber, ne? Das wird dir nicht gefallen. Okay, rein jetzt hier einfach und runterspringen. So, kämpf mit, hilf mir. Der
Tod wird dich holen. Nicht dumm sterben. Bewegung bleiben. Komm her! Ich hab einen Freund mitgebracht. Okay, kann ich ihm irgendwie noch Befehle geben, dass er irgendwie reincharge oder so? Das ist auf jeden Fall kein Sedier. Hier drüben. Oh! Hä? Suche abbrechen. Was mache ich? Okay. Oh, ich habe mein eigenes Vieh getroffen. Das hilft mir ja gar nicht. Oh, drauf. Ah, doch, 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 das hilft mir. Nice. Weiter so. Übelst viele. Renn rein. Ah, fürs Tier. Wow, wow, ich glaube, der hat mich vorhin gekillt. Mit einem Schlag oder so. Der hat eine übelst krasse Rüstung. Kann den Kopf nicht treffen. Wie enden wir? Ich glaube, unser Vieh macht das jetzt schon, oder? So gerade so ein Eindruck. Ah, ne, es ist fast tot. Okay, schade. Also, so viele sind es nicht mehr. Wow, 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 wow. Der Stunde Komm ich hier irgendwie raus? Ah, sehr gut. Ne, das hat noch volles Leben, du bist oder? Gott. Nee, hat's nicht. Okay. Waren das alle? Da ist noch einer. Hey. Jo. Okay, ich muss erst alles aufräumen, dann kann ich hier das Lagerfeuer benutzen. Wie viel seid ihr denn noch, Mann? Das gibt's doch nicht. Schnell! Das Plätzchen suchen! Keine Muni. So. Okay, jetzt machen wir jetzt hier endlich los, Leute. Reicht langsam, oder? Es macht viel mehr Spaß, gegen Tex zu kämpfen, als gegen Menschen. Ich weiß nicht, die zu treffen hier. Ja, den Palisaden. So. Halt, hier ist lila. Nee. Okay. Ey, hier sind noch mehr, das gibt's doch nicht. So, okay, hier sind irgendwie noch zwei, drei Stück. Wir haben es gleich geschafft, Leute. Das könnte jetzt etwas was? Das könnte jetzt etwas was? So. Wir haben es geschafft, Leute, endlich. Schwere Geburt gewesen. 5000 Erfahrungspunkte hat es gebracht. Okay, nice. Sucherin. Darf ich mit dir reden? Ja, klar. So, warte mal, Spezialobjekte. Lass das jetzt mal endlich holen. So. Okay. Okay. Ich bin kurz davor, mir dann doch mal irgendwie neue Waffen zu holen hier. Schon mal gleich mal. Welche Ehre! Ich. Urmutter sei Dank! Ist alles okay? Brauchst du irgendetwas? Ja. Meine Freunde und ich sahen dich die Banditen aus dem Lager jagen. Gut für uns. Sie stahlen von uns, jagten uns durch die Nacht und lachten. Wir sind Ausgestoßene, keine Krieger. Fast ohne Schutz. Warum wurdest du denn ausgestoßen? Ich war ein Trottel. Ich tat nie, was man mir sagte. Ging nie auf die Jagd, wenn ich stattdessen unterm Baum sitzen konnte. Ich stritt mich immerzu mit meiner Familie, legte mich mit den Kriegern an. Einmal wurde so ein Streit ernst. Ich erwischte ihn. Leider viel zu gut. Er fiel um. Und niemand wollte mir ein Wort für mich einlegen. Das ist nicht von... Ich verdiene das Ausgestoßensein. Du scheinst jetzt ein ganz anderer Mensch zu sein. Das hoffe ich. Warte mal, aber das klingt doch fast wie die Geschichte von der einen, die uns da auf dem Berg das erzählt hat. Wie habt ihr euch denn alle hier getroffen? Du fragst dich, warum wir miteinander sprechen, wo es doch verboten ist. Aber was sollen wir schon machen?
außerhalb des Beckens, allein. Es war kein Vorwurf. Ich war selbst ausgestoßen. Verzeih mir. Du kannst ruhig fragen. Ich brachte sie zum Sprechen. Ich sagte, dass wir zum Leben als Ausgestoßene verurteilt sind. Nicht, um hier zu sterben. Ein vernünftiger Ansatz. Wir sind alle Ausgestoßene, aber wir können nur zusammen überleben. Dieses einst verhasste Lager könnte uns jetzt nützen. Könnten wir hier bleiben, auch wenn es den Gesetzen der Stammmütter widerspricht? Natürlich, unbedingt. Darauf hatte ich gehofft. Du bist eine Inspiration für uns. Vielen Dank. Kein Problem. Gerne, gerne, gerne. Oh, guck mal, mein Läufer ist fast tot. Aber gut mitgeholfen. So, sehr schön. Jetzt können wir das Lagerfeuer benutzen. Alter. Wegen die Leichen könnt ihr doch mal wegräumen hier. Alles muss man selber machen. Das nehme ich lieber mit. Ich glaube, ich kann keine mehr tragen, oder? Doch, Metallscherben kann ich noch. Ist noch was Blaues? Okay. So gut, Leute. Dann... Ich wollte halt übelst gerne weiterspielen, aber ich muss jetzt erstmal kleine Pause einlegen. Was Kleines essen und so. Das Spiel ist der absolute Hammer. So, auf jeden Fall will ich dann... Das Ding ist, ich kann jetzt hier keine Versprechung machen, was wir in der nächsten Folge machen und so, weil ja ständig irgendwie nebenher noch irgendwas ist. Und wie gesagt, das kann mir ja, glaube ich, echt keiner übel nehmen. Aber ich würde versuchen, hier hinzukommen. Ja, erstmal. Und dann schauen wir mal weiter. Hier ist Teufelsdorsten. Ne? Hier ist dann, glaube ich, so eine große Metallruine. Da würde ich halt auch gerne mal reingucken. Weil vielleicht finden wir auch mal irgendwelche nützlichen Waffen oder so. Ich weiß es ja nicht. So, ne? Denk bitte an den Daumen. Denk bitte an Feedback. Und ich bin mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns nächste Folge dann wiedersehen. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüssi. Warte mal, mit dem ist das Coole. Tschüssi.